Heute ist der 29. Juli 2018. Hier spricht Myriam, die Stimme von Kandel. Und ich sitze heute mit Nelly vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Nelly ist sehr engagiert gegen Kindesmissbrauch, auch in dem Verein Tour 41, die dafür kämpfen, dass Kindesmissbrauch nicht verjährt. Nelly ist auch ganz aktiv in dem Bereich tätig, Missbrauch aufzudecken, dagegen anzukämpfen und erhebt auch ihre Stimme gegen dieses Unrecht. Hier in Karlsruhe war Nelly schon öfters unterwegs gewesen, auch im Fall Missbrauch Staufen. Da wurde ein Junge von seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten über Jahre verkauft an verschiedene Vergewaltiger. Nelly war diese Woche in Freiburg gewesen bei einem Gerichtsverfahren. Nelly, was hast du dort erlebt? Also es ging um den Prozess mit der Spanier. Der hat das Kind mehrfach missbraucht und gefilmt. Und der ist extra aus Spanien hierher geflogen, hat eine Ferienwohnung gemietet und das Kind wurde da tagelang gesperrt, eingesperrt. Das Kind wurde auch missbraucht, mehrfach. Da wurde bei dem Gericht sehr detailliert gegangen. Das war sehr hart, das zuzuhören. Die Menschen sind einfach aufgestanden und eine nach dem anderen haben diesen Saal verlassen. Wieso haben Sie den Saal verlassen, Nelly? Gerade bei diesem detaillierten, was getan wurde mit dem Kind, wie genau, weißt du, das wurde wirklich in Zeitlupe erklärt. Das war so grausam und schrecklich, dass es den Leuten schlecht wurde und sie gingen raus. Ich habe Übelkeitsgefühle gehabt, das war ganz, ganz schlimm. Ja, und dann der Mann, der hat diese Spanier, der hat das erzählt, so als ob der über Golf spricht oder so. Also total, er hat versucht immer das so darzustellen, als ob er nett zu dem Kind war. Er hat eingekauft und Geschenk für den Kind gekauft. Ich war schockiert, als er erzählt hatte, was die gekauft haben zu dem Geburtstag von dem Kind, ja. Die haben Geschenke gekauft im Sexshop, wenn ich das sagen darf. Ja, das denke ich, können wir noch verantworten. Aber, also, das ist ganz, ganz schlimm. Und er hat es erzählt, als ob das was ganz Normales wäre, so ganz nonchalant. Ja. Er hat auch gewirkt, als ob, das ist so eine, wo hat Minderwertigkeitskomplexe, so schüchtern sieht er aus und am Ende wurde gesprochen, dass da in einem von den Videos wurde gesprochen über zwei Kinderleiche und da habe ich mir gedacht, der ist jetzt so schüchtern und so, aber das, also er trügt nach außen ganz harmlos, aber wenn sogar schon eventuell vorliegen sollte, dass er Kinder umgebracht hat, da kann man auch sehen, wie diese Menschen nach außen auftreten. Ja, er hat erzählt, dass er auch in Weißrussland war und ich kann mir nicht vorstellen, dass er vielleicht geschäftlich und wer weiß, was der da gedreht hat. Also, dieses Kind wurde so schwer misshandelt. Das sind schlimme Sachen angetan worden. Ganz schlimm fand ich im Badezimmer, als da was getan wurde. Und die Mutter war dabei und der Stiefvater war auch dabei und hat sich dabei befriedigt. Und ich könnte mir vorstellen und in das Kind hineinversetzen, wie schlimm für ihn gewesen sein muss. Er hatte auch gar keine Auszeit. Er war immer im Haus. Der hat eine Ferienwohnung gemietet. Er hatte vor, sogar ein Haus zu kaufen mit Garten, dass die dort einziehen, die Mutter Berin T. und der Christian Leis. Und dass die dort wohnen, damit er auch jederzeit Zugriff zu dem Kind hat. Ja, zum Glück ist das rausgekommen, nur leider viel zu spät. Viel zu spät. Warum sagst du viel zu spät? Was hätte anders laufen müssen in den vergangenen Jahren? Was war nicht gut gewesen in den ganzen vorigen Gerichtsurteilen? Es sind so mehrere Sachen. Also es gab die Hinweise von einer Bewährungshelferin, dass sie es als gefährlich eingestuft hat, dass sie mit dem Lebensgefährte lebt zusammen, der vorbestraft ist. Und die hat auch die Jugendamt, den Jugendamt informiert, aber es wurde monatelang nicht reagiert. Also das frage ich mich, warum reagiert man nicht sofort bei so einer Hinweis? Also es ist unverständlich, weil er ja schon bekannt war als Täter. Ich habe mir vorgestellt, wenn jemand anruft bei dem Jugendamt, dass man sofort, gleiche Abend, egal wie spät ist, man wartet nicht morgen oder ist es Wochenende, ist es Feierabend, sondern
Sie wissen, das Kind ist in Gefahr, das Kind muss sofort da raus. Und da wurde monatelang nichts getan. Meine Frage ist, warum haben Sie nichts getan? Im Juni 2017 gab sie einen Hinweis, die Lehrerin, ans Jugendamt. Und das wurde nicht weiter verfolgt. Obwohl ja schon im März 2017 das Kind kurzfristig rausgenommen worden ist, aber leider im April zurückkam, da ja auch die Richter und letzt auch die Richterin Eva Voskuhle das Kind zurückgeschickt hat zu der Familie. Ja, unvorstellbar. Also der Junge hat einen Freund erzählt und die Lehrerin hat das mitbekommen, dass er hat... Er sich ausziehen müsste vor seinem Stiefvater und er hat ihn ganz genau angeschaut und dabei müsste er seine Mutter anfassen. Und ich frage mich, ist das nicht genug Hinweis, dass man das Kind sofort rausgenommen wird? Ja, gerade weil ja vorher auch schon die ganzen Tatbestände vorhanden waren. Es war ja jetzt nicht aktuell was ganz Neues gewesen, ja, richtig. Also es ist unvorstellbar. Also der wurde rausgenommen, wurde... 4 Wochen in eine Pflegefamilie und dann hat das Gericht entschieden, also warum fragen die nicht den Jungen? Niemand hat den Jungen befragt. Warum haben richtig, die nicht das hat auch nicht stattgefunden. Wie geht es dir bei deiner Mutter? Wie geht es dir mit deinem Stiefvater? Was unternimmt? Einfach, dass jemand nicht einmal ein Kind bei erstem Mal ist ein bisschen so Kennenlernzeit. Vielleicht mehrere Mal jemand mit dem Kind treffen. Warum fragt man nicht das Kind? Das muss auch geändert werden. Das Kind muss gefragt werden. Genau, es ist ja nochmal festzustellen, dass die Richterin Eva Voskuhle im April 2017, als sie entschieden hat, das Kind zurückzugeben in die Familie, obwohl sie ja Christian L. bereits 2010 verurteilt hatte, verweigert hat, ein Gutachten über die Mutter zuzulassen. Sie hat ja, einfach der Mutter vertraut. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Eva Voskuhle Kinder hat, ich meine nicht, aber ich glaube, jede vernünftige Mama in diesem Land kann nicht verstehen, wie überhaupt eine Mutter sich einlässt, einen Kinderschänder als Freund zu nehmen. Und es ist auch noch weniger verständlich, dass eine Richterin zu solch einer Mutter und Täter das Kind zurückschickt. Das ist auch ein weiterer Skandal in diesem ganzen Prozess. Sie wusste ja, Frau Voskuhle, dass das Kind und dann einen Tag mit diesem Christian L. Ja, die haben gemeint, jeder verdient eine zweite Chance. Aber wie viel Chance hatte er? Und ihr könntet nicht eine Pädokriminelle eine Chance geben mit einem kleinen Kind. Die Kinder kriegen auch keine zweite Chance mehr letztendlich. Ja. Das ist wie Test, ja. Die sind keine Testtiere. Okay, wir testen jetzt, ob man ihm noch eine Chance, ob der vielleicht geheilt ist, weil das ist nicht heilbar. Und ich möchte noch was sagen, der Therapeut hat die Situation völlig falsch eingeschätzt, sagt der Therapeut. Ja? Es gab keine Was für ein Anzeichen. Therapeut war das denn gewesen? Vom Kind oder? Nein, von dem Christian. Ah, vom Täter Christian, Christian L. Genau. Also er hatte ja bei den vorigen Gerichtsurteilen zugestimmt, er würde sich therapeutisch behandeln lassen. Ja. Deswegen hatte er wahrscheinlich einen Therapeut. Genau. Und was genau war da jetzt gewesen, was dir nicht so gut gefiel? Der Therapeut hat die Situation völlig falsch eingeschätzt. Es gab keine Anzeichen aus den Gesprächen, dass er ein sexuelles Interesse an Jungen habe. Also der Therapeut erwartet doch nicht, dass der irgendwie Anzeichen gibt und erzählt, wie der interessiert auch an Junge ist oder so. Also nein. Und dann hat er auch noch, er ist davon ausgegangen, dass sich die Bindung zu den Jungen positiv auf seine Therapie auswirken könnte. Es ist ja ungeheuerlich, es bestand ja ein Kontaktverbot zu Kindern. Der Therapeut meint, ja, das tut ihm bestimmt diese Bindung gut. Was wir jetzt im Nachhinein sagen können, das tat natürlich dem Christian L. gut, selbstverständlich. Ja? Nur an das Kind hat der Therapeut nicht gedacht. Was denkst du über so einen Therapeuten? Also, das ist total unfähig und ich wundere mich, es gibt so viele unfähige Leute. Es gibt Ärzte, die falsche Beine amputieren. Meine Freundin Martina wurden 3 gesunde Zähne rausgezogen. Es gibt bis heute noch Kinder, die in Geburtsstation von der Hebamme unabsichtlich vertauscht werden, auch heute noch. Und ich habe Bücher darüber gelesen, die wahre Geschichte sind. Ich habe in Facebook die Schriftstellerinnen auch kontaktiert. Klar, aber dass es gibt Staatsanwältin, die selbst der Typ
verursacht hat und ins Knast gebracht hat, und dass die ihm, dass die zulässt und nimmt das Kind aus der Familie, wo in Sicherheit war, und zurück dort, um ihm eine Chance zu geben, das ist für mich, also diese Fälle ist für mich. Also für dich ist es auch völlig unvorstellbar, wie Eva Voskuhle so handeln konnte. Sie war ja maßgeblich an diesen ganzen Gerichtsurteilen beteiligt und wie auch ein Therapeut auf solche abstrusen Vorschläge kommen kann. Und dann möchte ich zum nächsten Punkt. Die Karlsruher Gerichtssprecherin erklärt, man sei nicht von einer Gefährdung des Kindeswohl ausgegangen, weil sich der Täter zuvor nur an Mädchen vergangen habe. Wie kann sowas sein? Hallo, ihr könntet ihn auch mit Hund nicht alleine lassen. Richtig, man weiß ja nicht, was in so einem Mensch überhaupt noch Sie sind ausgegangen, davon, vorgeht. Er hat Interesse an kleinen Mädchen vor dem Pubertätalter und ist nicht interessiert an der Junge. Sie ist einfach davon ausgegangen. Wie kann das sein? Also auch sehr eigenmächtig. Also und Wie viele Fälle? Im März 2017 gab es Warnungen der Polizei. Das Jugendamt nahm den Junge aus der Familie und alarmierte die Justiz. Die schickte den Junge wieder zurück. Ich bin wirklich sprachlos. Wie kann sowas passieren? Da kann, glaube ich, kein normaler Mensch verstehen, wie das Ganze passieren konnte. Der Missbrauchsfall in Staufen ist einer der größten Skandalfälle in Deutschland, mit einem Ausmaß, was sogar hartgesottenen Polizisten die Sprache verschlägt. Und es ist für uns unerträglich, deswegen stehen so Frauen wie du und andere Frauen in diesem Bereich auf der Straße und protestieren gegen dieses Unrecht. Nelly, was erwartest du, was verlangst du als Konsequenz? Ich habe jetzt eine Frage. Diese ganzen Männer von Darknet, die der Junge missbraucht haben, die wurden jetzt alle verurteilt. Ja, eine geht für 8 Jahre ins Gefängnis, eine für 9. Die Spanier, das wird noch weiter, weil das steht jetzt wegen Mord. Christian L. und Berend T. werden auch verurteilt. Also Christian mit Sicherheitsverwarnung, das ist ja selbstverständlich. Und bei Berend T. wahrscheinlich keine Sicherheitsverwarnung. Aber jetzt frage ich mich, also diese ganzen Täter werden bestraft. Aber was passiert mit all diesen Leuten, die da pro Stunde oder ihren Lohn bekommen haben für etwas, was sie total falsch erledigt haben? Die müssen auch irgendwie Konsequenz tragen, oder nicht? So sollte es auch sein, in einem Rechtsstaat, wenn Menschen, vor allem auch Menschen, die bezahlt werden vom Staat, von Steuergeldern und ja eine Aufgabe haben, gerade nach Artikel 2 Grundgesetz, den Menschen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu gewähren, wenn das nicht eingehalten wird. Es gibt ja viele Autoren, die schon kritisieren diesen Fall und dass der Staat letztendlich nicht das Kind geschützt hat, definitiv. So eine Richterin ist natürlich sehr, sehr anzuzweifeln. Ja, auch natürlich die Gefahr besteht in Zukunft, dass sie wieder solche Fehlurteile spricht. Da ist es natürlich als Rechtsstaat sehr wichtig, dementsprechend Maßnahmen und Konsequenzen zu ziehen, sodass so eine Person nicht mehr in die Lage kommt, ein Kind auszuliefern an Sextäter. Definitiv. Ja. Es gibt ja schon einige Anzeigen von Bürgern gegen Jugendamt und die Gerichte. Wir sind auch gespannt, was daraus wird. Wir lassen aber auch nicht locker bei der Aufklärung, denn es fällt uns allen auf, dass besonders der Name Eva Voskuhle nicht in der Öffentlichkeit vorkommt, wie es eigentlich angebracht wäre. Denn es ist ein Skandalfall und Eva Voskuhle hat maßgeblich an diesem Skandal mitgewirkt. Sie hat Fehlurteile gesprochen. Sie hat damals schon 2010 nicht auf die Staatsanwaltschaft gehört und hat ihn in die Sicherheitsverwahrung gegeben. Sie gab ihm eine zweite Chance. Sie hatte wieder mit ihm zu tun und hat das Kind in seine Hände zurückgegeben. Mit den Auflagen immer, er soll sich fernhalten, aber letztendlich ist das ja ein Witz, weil keiner hat es ja geprüft, ob er sich wirklich von dem Kind fernhält. Man hat nur der Mutter vertraut, aber man kam auch nicht auf die Idee, ein Gutachten über die Mutter erstellen zu lassen. Also ein ganzer Prozess von großem Versagen und das ist natürlich nicht zu akzeptieren von uns Bürgern. Wir fordern Schutz und Sicherheit, wir fordern Rechtsprechung für unsere Kinder, dass sowas nicht mehr passiert. Ich habe euch gefragt, ich will zum Schluss sagen, wie dieses Kind gegangen ist. Ja? Der könnte sich niemandem anvertrauen. Ja?
Er hatte keinen Vater. Der Vater ist nach der Geburt gestorben, der an der Überdosis. Und die Mutter, sie hat ihn selbst verkauft, sie hat ihn selbst missbraucht. Also, verstehe ich nicht, Nachbarn und Familie, Opa, Oma, wie kann in so einem kleinen Ort niemand was bemerkt haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und habt ihr euch mal gefragt, der Junge hat ja zu seiner Lehrerin schon Bescheid gesagt. Der wurde rausgenommen und dann wurde wieder zurück. Der hat sich gedacht, dieses Kind bestimmt hat gedacht, ich kann niemandem vertrauen, niemand hilft mir. Also es ist richtig, das, was mir passiert. Ich bin schuld daran. Das wird ja den Kindern oft von diesen Tätern eingeimpft, sie sind schuldig, ja, sie wären die Hauptschuldigen, ja. Dann trauen sich die Kinder natürlich auch nicht, sich zu öffnen. Und natürlich ist es ganz fatal, wenn Kinder in der eigenen Familie, wo sie eigentlich geschützt werden sollten, verraten und verkauft werden und missbraucht werden. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was einem kleinen Kind passieren kann. Und es ist ungeheuerlich, was dieses Kind aushalten musste. Es ist sowieso bewundernswert, dass es noch lebt. Und ja. Natürlich wissen wir alle, dass es schwere Schäden hat für sein Leben. Und wir versuchen natürlich auch, Spendenkonto einzurichten für das Kind und weiter diesen Fall zu betreuen. Und ja, wir können nicht viel tun wahrscheinlich. Wir können nur da fordern, dass es nicht mehr vorkommt in Deutschland. Es ist ein Skandal. Und ja, ich bin auch sprachlos. Mir fehlen eigentlich die Worte. Gerade selbst wenn man Mama ist, ist das so grausam. Ich verfolge das schon seit Januar und es hat mich schon so einige Nacht an Schlaf gekostet. Dich wahrscheinlich auch, Nelly, wie viele andere Fälle leider auch. Nelly, ich danke dir für das Gespräch. Möchtest du noch kurz was zum Abschluss sagen, zu deinem Verein vielleicht? Ja, ich wollte sagen, über diese Kieler Sicherheitskonzept Sexualstraftäter, oder das ist auch Kurs genannt hier, also in Baden-Württemberg, um die Sicherheit, die Bevölkerung zu erhöhen und bestimmte Sexualstraftäter intensiv zu begleiten. Also das ist eine Verschwendung, so eine Gesetze. Sie könnten nicht Täter intensiv begleiten, sonst müssten sie 24 Stunden an seinem Fuß gefesselt sein. Und da dann sind sie in Gefahr, dass sie werden missbraucht. Die kann man nicht einfach schützen. Dass die kommen einmal im Monat, unterschreiben. Und das ist lächerlich, wenn sie unterschreiben und sie hören, ja, du darfst dich Kinder nicht nähern. Alles klar, ja. Wo muss ich unterschreiben? Und gleich nächstes. Also es hat hier schon eine Farce, ja. Da ist Täterschutz da höher als Opferschutz. Ja. Da wird irgendwas vorgeplänkelt und letztendlich kann keiner dann dafür garantieren, dass die Kinder weiterhin geschützt sind. Diese Gesetz ist totale Verschwendung, wenn ich sagen darf, Geldverschwendung. Koordination von Ende von 2040 bis März 2016 für Christian L. zuständig war. Kurs bedeutet Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern. Mit dem Programm überwacht die Justiz. Was überwachen Sie? Nichts, Sie haben ja nicht einmal überwacht, ob er Kontakt zu Kindern hat. Überwachen. Er kann euch nicht unterschreiben. Ja, unterschreibe ich hier, ich darf mich Kinder nicht nähern. Und gleich im nächsten Eingang steckt er seine Dings in Dings. Will ich jetzt nicht so genau erzählen. Das ist leider so. Dieses Kursprogramm könntet ihr. Ist auch ein Witz letztendlich. Ja. Also mehr Täterschutz, mehr Wohlfühlprogramm für Täter als Schutz für Opfer. Das geht überhaupt nicht. Und dagegen sind wir. Wir wollen Schutz für Kinder. Wenn ein Kind missbraucht wird, ein einziges Mal, darf kein zweimal. Die Chance nicht sein. Ein anderes Kind darf nicht. Also der muss für immer weg. Weil diese Leute, es gibt keine Einmaltäter. Es gibt keine. Zeigen Sie mir Einmaltäter. Der Mann hat immer 6, 7, 12 Kinder. Einmaltäter ist, wenn er noch ganz jung war. Es gibt keine Einmaltäter. Also letztendlich kann es auch keiner garantieren. Ja, es kann keiner garantieren. Siehst du jetzt? Genau. So viele Leute haben Christian L. begleitet, ja? Therapeut und da und so viele Institutionen. Unfassbar. Also 10 Institutionen. Und was hat gebracht? Also auf gut Deutsch, die haben sich alle zu Idioten machen lassen vom Christian L. und sich in die Nase vorführen lassen. Und was mich wundert, in Zeitungen steht, Berinte, sie hatte niedrige IQ, aber die war klug genug, euch alle durch die rosa Wolken hineinzuführen. Kein Mensch hat was gemerkt. Also ich frage mich hier in diesem Fall, wer niedrige IQ hat. Sehr gut. Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Wer ist eigentlich verrückt und hat wenig IQ? Richtig. Nelly, ich danke dir für das Gespräch und wir bleiben weiter am Fall dran. Vielen Dank. Danke.